Herzlichen Dank, Herr Präsident. 2 Jahre nach Beschließen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat die Kommission noch immer keine umfassende Strategie und keinen Zeitplan vorgelegt. Ich war selber mit den Kommissaren in New York. Wir brauchen hier mehr Engagement und eine schnellere, aktive Herangehensweise. Zeitliche, verbindliche, transparente Strategien, die der Entwicklungsausschuss fordert, beinhaltet insbesondere 3 Punkte, die ich hervorheben möchte. Punkt 1, die Finanzierung. Die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, also die ODA, muss endlich den Stellenwert des zentralen Instruments für die Verwirklichung der 2030-Ziele erreichen. Dies geschieht nur, wenn alle Mitgliedstaaten und die EU in ihrer verbindlichen Zusage ihr Nachkommen mindestens 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit endlich bereitzustellen. Wir sollten weiterhin künftige mehrjährige Finanzplan so konzipieren, dass die Agenda 21-Ziele priorisiert und verwirklicht werden. Zweitens, der Handel. Die Handelsverträge zwischen der EU und den Mitgliedstaaten sollten verstärkt auf faire und nachhaltige Bedingungen geachtet werden. Dazu gehören die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, als auch die Verankerung und Implementierung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Und drittens, die Klimadiplomatie sollte als das zentrale Ziel verfolgt werden. Die ganze Welt schaut jetzt nach Hamburg zum G20-Gipfel, die dieser Herausforderung als Hauptthema gestellt wird. Hier braucht die Kommission endlich eine Strategie, die vorgelegt werden muss, wie sie zusammen mit dem EU-Parlament, den Mitgliedstaaten, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft dieses Ziel erreichen kann. Herzlichen Dank.